Willkommen zurück bei Resident Evil 6 mit der Coop Station. Euer Argus und euer Blutvogt. Wir kämpfen uns hier gerade durch ein... Ich weiß gar nicht, sieht aus wie eine Lagerhalle oder sowas. Wir sind relativ hoch bestückt, was Truppenstärke angeht, was es aber nicht unbedingt leichter macht, weil die Gegner, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, die haben es ganz schön in sich momentan. Ja. Ja, die Echsen sind fieser als diese gepanzerten Monster. Viecher. Die Viecher. Also im Endeffekt die sind Viecher, die eh alles Viecher. Nur Viecher. Und wir haben ja doch ordentlich zu knabbern, zumal die Munition und die Gesundheit uns ja doch schon so langsam zur Neige geht. Gerade wieder ein bisschen was gefunden. Ich bräuchte mal wieder ein Pflänzchen, wäre ganz gut. Wow, jetzt komme ich hier wieder. Mensch, hier in den engen Gängen ist das schwierig. Mhm. Sir? Was ist aus Ada Wong geworden? Sie erinnern sich. Captain? Wo ist sie? Sie ist die Anführerin von New Umbrella. All diese Terroristen... Ist sie in dieser Stadt oder nicht? Sie wurde mehrmals gesehen, seit die Angriffe begonnen haben. Ja, sie ist hier. Geben Sie das Kommando zum Abrücken. Zu Befehl. So, jetzt scheinen wir wieder in... Asien zu sein, ne? Mhm. Und... Ja, im Endeffekt ein kleiner Rückblick gemacht und... Hey, ich hoffe, wir gingen auch bei den Flammenwerfern. Ja, das wäre praktisch. Aber ich denke eher nicht. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ach, wir müssen hier runter. Oder? Ne? Doch, ja.
macht das ja gründlich. Ist auch ja. Dafür gerade anflambiert. Alpha HQ, greif mal einen Feind an. Hier ist Marco, alle zu mir. Wir verfolgen das Ding. Ihr habt's gehört, Leute. Los! Los! Was auch immer das war. Es sah irgendwie aus wie so ein Schatten, eine Schlange. Ja, es scheint so eine Art Tarnfähigkeit zu haben, ne? Mal schauen, was wir hier. Ja, das läuft denn hier? Ich dachte, das wäre Wasser, aber irgendwas Ekliges läuft hier gerade runter. Ist das ein Panda? Soll das sein? Ja, tatsächlich. Ein Panda ohne Gliedmaßen. Ist ja eine coole Wippe. Kung Fu Panda. Ohne Gliedmaßen. Du kannst auch Kung Fu ohne Gliedmaßen machen. Achso. Natürlich. Sollten wir jetzt aus der komischen Kameraführung schließen? Bestimmt ist man da hoch. Da ist ein Abzeichen. Ja, hier zumindest geht eine Leiter hoch. Und da ist eine Kiste. Immer eine fiese Umgebung jetzt für so einen Schlangengegner. Ja, ein hab's und du bist weg. Okay. Naja, es kommen noch andere Gegner. Ich kriege eine Kampfposition einnehmen! Was erzählt er? Wie fuchtelt denn der da so rum? Ach, du kannst auch schießen. Das ist ja cool. Ich dachte, der hätte nur so ein Replika-Gewehr. Unser Kompagnon da. Vielleicht war er unsicher, auf wen er schießen soll. Wow. Was? Wieso schwinge ich wieder runter? Ich war da schon oben. Au, okay, die sind auch wohl ein bisschen stärkere Nahkampfgegner. Ich hab noch zwei Schuss. Ah, hier, der hat ein bisschen was fallen lassen. Scheint bald so, dass wir unsere Munitionsvorräte mitgenommen haben hierher. Ja, glaube ich auch, weil ich hatte die nicht vorhanden, ne? Ausreichend, dachte ich. Ja. Ja, schön. Da macht langsam die Tür auf, wirst du schon beschossen. Ach Leute. Okay. Schon wieder ein neuer Abgegner. Na. Okay, also, was sie nicht mögen, wenn sie auf ihre Rückenpartie schießt. Was habe ich da gerade bei dir gemacht? Ich meine, ich war gerade irgendwie. Ich habe dir geholfen, aber ich habe nicht gesehen, was er gemacht hat. Das habe ich auch nicht. Da hat meiner das nur komisch rumgezappelt. So, mal wieder Pflänzchen, die ich kombinieren kann. Sehr schön. Ach Mensch. Du schießt ja schon auf den Kopf und dann passiert das trotzdem. Ich schon wieder auf mich schieben. Man geht ja immer auf mich, das Schwein. Da verwandelt sich wirklich jeder in den Zwie. Ach, der ist ausgewichen, weil du ihn angegriffen hast.
Ich bin ausgewichen. Ich hab mir nee, der Typ, ich habe ihn gerade gerade geschossen, in dem Moment ist er wegteleportiert. Hm, okay. Ups. Ich wollte ja mal schauen, ich habe jetzt ruhige Hand ausgewählt. Ja, doch, das ist ein wenig besser mit dem Zielen jetzt. Ach, wieder C getroffen. Jetzt kommt nämlich schon wieder Partner nach einem Partner gesucht. Und dann wird der Host wird gefragt, ob das bestätigt. Ja, ob er jetzt die 40 Sekunden noch suchen soll oder ob ich es jetzt einfach abbrechen soll. Mhm. Ich breche es trotzdem lieber ab, weil du weißt nicht, was für Leute dann hier reinkommen. Weil, denk dran, Teambeschuss ist an. Ja, aber was abgezogen haben wir uns bis heute nicht. Stimmt, ja, irgendwie. Sie leben. Sie verschwanden vor 6 Monaten in Edonia. Ich hoffe, du hast genug Scharfschützmunition mit. Ja, natürlich. Captain, Marco, Sie haben meine Waffen in Alien-Spiel gebracht. Normale Waffen sind da nutzlos. Wir müssen die beiden da unten beschützen. Also ich hätte hier so einen Parasiten nicht an Steuer von so einem... Was sitzt da denn drauf? Da ist noch so ein Typ. Wer sitzt? Greif die Javo an. Ja, ich werde angefallen. Das Problem ist, mit meiner Waffe treffe ich so gut wie nicht. Die Frage ist auch, wo soll ich jetzt eigentlich hin? Gut, gibt's wieder nichts. Keinen expliziten Zielpunkt. Ja genau, vergesst den Heli. Der schießt ja nur auf uns. Ach du Schande. Ich habe auch keinen Anhaltspunkt. Ich war gerade von vielen Gegner angegriffen, daher. Aber ich habe gar keine Möglichkeit, auf irgendjemand anderen zu schießen. Oh, Magazinwechsel wäre nicht schlecht oder so. Und schon wieder so ein Vieh dran. Wo hat man die immer her? So einer sitzt da auf dem Helikopter drauf. Ja. Immer wieder. Wie notiert der? Hier geht's weiter. Hm. Jetzt habe ich ihn wieder mal runtergeschossen, da ist er bestimmt gleich wieder da. So eine Mutation habe ich noch nie gesehen. Reed, schicken Sie ihn Daten ans HQ. Schon dabei, Sir. Vorsicht, die können echt gut sprechen. Bist du auch noch hier oben? Nee. Das ist oben. Ja, da wo wir gerade waren. Nee, hier kommt da ging es nicht weiter. Oder bist du weitergekommen? Nee, deswegen frage ich gerade. Na, Mist. Puh, gesundheitstechnisch hilft das mir auch gerade nicht weiter. Dass wir ja schon wieder zugespammt werden mit irgendwelchen ekligen Gegnern. Oh, die Waffe ist leer. Oh, die muss ich auch nachladen. Alter Schwede. Ja, die Kampagne ist sehr hektisch irgendwie.
Na gut, hier hinten haben wir noch eine Kiste. Aber eine Kiste ist keine Kiste. Was schießt denn der? Wo schießt der überhaupt raus? Der schießt bei mir eigentlich nur aus dem Seitenblech. Ja. Zumindest ist bei mir da keiner, der da schießen könnte. Ich sehe ihn gerade überhaupt nicht. Doch, der hat einen. Ah, jetzt haben wir da Ziele. Ach, sehr schön, wurde mal erzählt. Ja, die Typen wieder, ja. Doch, diese Automatikgeschütze unten drunter. Das hat bei mir aber nicht zu uns geschaut. So, ja, da unten sind noch mehr. Da brauche ich wieder eine andere Waffe. Oh, mit Rotpunkt geht das gar nicht. Das ist der letzte. Juha. Und jetzt noch mal irgendwo. Warte, hin, gleich. Da hinten ist doch noch einer. Ja, das ist der letzte, sagt er. Ach so, ich dachte, dass es der letzte ist. Da wissen wir ja schon in etwa. Los, weiter. Was uns erwartet. Wir sollten die beiden begleiten. Ohne Hilfe werden sie nicht überleben. Wir rücken ab. Los geht's. Wenn wir mit den beiden spielen, ja. Wir sprengen die Tür auf. Achtung! Meine Güte. Achso. Ich denke, ach, jetzt sollen wir jetzt sprengen, oder? Ich weiß nicht. Nö. Beine erinnern an Grashüpfer. Ist mir völlig egal, solange sie tot bleiben, wenn man sie umlegt. Gibt's da was zu holen? Ne, leider nicht. Aber hier. Oh ja. Jetzt noch das Messer nachladen. Wo wird geschossen? Die beiden. Guck mal, wir laufen die auch so kopflos bei dir rum? Bei mir ist hier gar keiner mehr. Ne? Bei mir sind die schon weg. Wow. Oh. Der Heli will seine Arbeit beenden. HQ, komm, die Alpha. Das ist gerade ein Waffensymbol, aber wir sind diesmal. Leute, holt den Heli runter. Wie ist mir egal. Was soll das sein? Granatwerfer. Okay. Oh, da haben wir. Besuch. Aua. Okay. Hä? Naja. Den nicht erwischt, dafür uns oder irgendwie einer von uns beiden, Alter. Also hier geht's hoch und da geht's. Aua, 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 aua. Also mich wird's doch noch nicht getroffen, aber ich sag erstmal aua. Wow. Wir wollen mal den Granatwerfer auspacken. Okay. Okay, Deckung bringt hier auch nichts, also was das angeht. Das ist aber ein cooler Granatwerfer. Die fliegen schnurstracks geradeaus. Okay. Oh, ich hab's schon wieder erwischt. Also ja, mich auch fast. Ja. Na, ich lieg auf dem Boden und jetzt bin ich tot. Ach ja.
Ah, jetzt sind die Typen bei mir auch hier. Ach, ich habe noch 3 Sprays, die kann ich ja auch noch benutzen. Der Heli will seine Arbeit beenden. HQ, komm, hier Alpha. Der Heli greift uns an. Leute, holt den Heli runter. Wie ist mir egal. Kriegst du aber wieder keine Rückmeldung, ob das funktioniert oder nicht. Und doch, er brennt. Oh, jetzt kommt er sogar mal. Ja, das ist schön. Ich hab jetzt keine Munition mehr für den. Wow, was ist denn hier? Ist sie. Also ich würde jetzt wieder vom Dach verschwinden. Bräuchte halt mehr. Ist das noch Munition? Ah, hier unten war noch Munition für den Granatwerfer. Okay, der Hubschrauber macht gerade. Was macht denn der? Wo fliegt denn der? Der fliegt durchs Gebäude, okay. Auch sehr interessant. Scheint doch nicht so, aber muss ja noch bekämpft werden, weil sonst wird er. Oh, der. Was hat der denn? Der hat ein paar Leute mitgebracht. Ja. Wo fliegt der jetzt lang? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, der ist also an Physik und so wird er nicht gebunden sein. Ich glaube, jetzt haben wir. Hast du den Granatwerfer wieder nicht aufgenommen? Hm. Unsere Mission ist es, die BOWs zu erledigen. Ich verfolge die BOW. Ich lasse Ada nicht so davon kommen. Captain, ja. Bitte, überlegen Sie sich das. Das ist doch ein perfekter Punkt, um wieder einen kleinen Stopp einzufügen. Die Zeit ist schon durch. Und ja, du kannst ja noch ein bisschen was reinwerfen. Ich muss langsam wieder ganz schön sparsam mit meinen Medikamenten umgehen. Ich habe auch nur noch eins. Und alles. Aber es regeneriert sich ja sonst nicht. Und ja, bis dahin, bis zur nächsten Folge. Alles Gute und wir sehen uns. Bye, bye. Bis denn.